трагическое известие пришло из Турции. Uns erreichte die tragische Nachricht aus der Türkei, dass der russische Botschafter Andrei Karlov feige getötet wurde. Zunächst einmal spreche ich den Angehörigen mein aufrichtiges und tief empfundenes Beileid aus. Ich bitte das Außenministerium um die Prüfung einer posthum zu verleihenden Auszeichnung zum Gedenken. Er starb in Ausübung seiner Pflicht. Er war ein brillanter Diplomat und genoss einen sehr guten Ruf im Gastland, hatte gute Beziehungen mit der türkischen Führung und anderen politischen Kräften, deren Respekt er genoss. Andrei war eine intelligente, sanfte Persönlichkeit. Ich weiß das aus erster Hand, da ich ihn persönlich kenne und er mich während meiner jüngsten Reise in die Türkei diesen Herbst begleitet hat. Es wurde ein Verbrechen begangen, sicherlich eine Provokation mit dem Ziel, die Normalisierung der russisch-türkischen Beziehungen zu stören und den Friedensprozess in Syrien zum Scheitern zu bringen, der aktiv von Russland, der Türkei, dem Iran und anderen Ländern, die an der Beilegung des Konflikts interessiert sind, vorangetrieben wird. Hier kann es nur eine Antwort geben, die Intensivierung des Kampfes gegen den Terror. Die Verbrecher sollen ihn selbst spüren. Eine russische Kommission hat ein Strafverfahren wegen des Tatbestands des Mordes eröffnet. Es wurde gebeten, eine interministerielle Arbeitsgruppe zu bilden, die sofort nach Ankara fliegen soll und mit unseren türkischen Partnern zusammenarbeiten bei der Untersuchung dieses Verbrechens. Dieser Auftrag wurde gegeben nach nur einem Telefonat mit dem Präsidenten der Türkei. Wir wissen, wer die Hand des Mörders gelenkt hat. Im Anschluss sprach Putin von der Notwendigkeit der Verbesserung der Sicherheit der russischen Diplomaten im Ausland. Die Übersetzung erfolgte wie immer in Zusammenarbeit mit den Sprachschulen Liden und Denz, wo ihr in Moskau und St. Petersburg vor Ort Russisch lernen könnt. Abonniert unseren Channel für aktuelle Russland-News, heute weitere Infos zum Anschlag auf den Botschafter und Reaktionen auch auf den Terrorakt in Berlin.